Willkommen zurück in Amalur und wir wollen als nächstes einen Quest machen, der lautet Befehle. Jorum Quintus, ein Mitglied der Scholia Arcana in Ysa, hat mich um Hilfe gebeten. Nach einem Zwischenfall im Kapitelhaus sind kürzlich drei Initianten verschwunden, Aloren, Bertran und Cassera. Er hat mich gebeten, sie zu finden und Erfahrung zu bringen, was mit ihnen geschehen ist. Die sollen wir jetzt finden. Und bevor ich das tue, bin ich jetzt mal in ein ruhiges Fleckchen gegangen, denn es stimmt, ich habe wirklich nie was jetzt vorgelesen in diesen ganzen 50 Parts. Und ich habe das immer wieder gesagt, dass ich das mal tun sollte. Deswegen gehen wir doch mal jetzt in unsere Gegenstände und schauen mal, ob wir da was Schönes finden, was ich mal vorlesen kann, um mal so ein bisschen Buchlektüre mit reinzubringen. Ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir hatten hier immer so zum Beispiel so Briefe an Gräbern gefunden. Da haben wir jetzt drei Stück schon. Die lese ich jetzt nochmal vor, weil selbst wenn, dann ist es schon länger her. Brief am Grab. Averi, ich kam nach Gorhard, um nach der Euren zu sehen. Rika ist genauso wunderbar, wie ihr sie beschrieben habt. Und doch ist sie nur noch ein Schatten. Sie vermisst euch, mein Freund, so wie wir alle. Ich werde über sie wachen, da ihr es nicht mehr könnt, und ich werde euch oft besuchen. Verflucht sei dieser Krieg. Wer hätte gedacht, dass ich zu einer Mission komme und ein Gefängnis gegen ein Kloster tauschen würde? Wären wir doch nur beide entkommen. Aber die Gitter waren zu stark, die Tuatha zu grausam. Euer Waffenbruder Mason. Dann gibt's hier noch einen. Averi, ich mache mir Sorgen um Rika. Wir vom Orden sollen das Dorf nicht so oft besuchen. Vater sagt, es sei eine Ablenkung, ein Sumpf fragwürdiger Moral. Aber ich kann mich nicht fernhalten. Ich sorge mich zu sehr. Die Trauer eurer Witwe wird immer schlimmer. Sie schließt ihr Geschäft seltsame Zeiten, um sich in die Dunkelheit ihres Schlafgemachs zurückzuziehen. Ich sehe den Glanz noch, den ihr so geliebt habt, aber er verblasst zusehends. Sie ist einsam, ohne euch oder die Kinder. Sie ist so zart und ihr Herz ist so rein. Ich möchte sie trösten, bin dann aber selbst immer völlig aufgewühlt. Ich werde in eurer Abwesenheit weiter bei sie wachen, werter Freund. Darauf gebe ich euch mein Wort. Euer Waffenbruder Mason. Und der dritte Brief. Averi. Mitharu hat mir mitgeteilt, dass ich die Mission St. Odwig und Odarath verlassen muss. Ich bin nämlich verliebt und diese Liebe darf nicht sein. Nicht nur mein Orden lehnt derlei weltliche Wünsche ab. Es würde euch auch entehren. Wie das, mögt ihr fragen? Ich kann diese Frau nicht lieben, weil es sich um Rika handelt, eure Frau. Darum verlasse ich die Mission und meinen Posten als Meister der Almosen. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück, aber nicht in Schande. Das könnte ich euch, Rika, oder meinen Meister Mitharu nicht antun. Lebt wohl, mein Freund und Bruder. Ruht in Frieden, in wahrem Frieden. Ohne weiteren Schmerz. Auf ewig euer Waffenbruder Mason. Oh, das war jetzt irgendwie traurig. Ich weiß aber immer gar nicht, was ich dann mit diesen Briefen machen soll. Dieser Brief scheint erst kürzlich auf das Grab von Averi Egges gelegt worden zu sein. Er ist verfasst in die Hand von Mitharu, die alle Brüder des Ordens Mitharus gelehrt wird. Vielleicht sollte ich da nochmal hin und finde weitere Briefe. Darum muss ich mich dann nochmal kümmern. Jetzt laufen wir aber erstmal hier zum gelben Pfeil. Ich bin natürlich schon mal hier hingekommen, um ein bisschen schneller zu sein. Ah, Casseras Tagebuch. Und da sind wir wohl wieder beim Lesen hier, ne? So, wollen wir doch mal gucken. Hier Gegenstände. Haben wir noch ein Tagebuch gefunden im Leseflow? Dauert ja nur irgendwie eine Ewigkeit. Wo ist denn das Sternchen? Da. Da. Das Tagebuch von Cassera Von, einer Initiantin der Scholia Arcana, die aus dem Kapitelhaus von Ysa geflohen ist. Lesen. Der Plan ist ersonnen. Aloren und Bertran sind einverstanden. Wir müssen nur bis zur Dunkelheit warten. Dann verschwinden wir mit Quintes Gemme. Wir warten, bis der Gnom schläft, bannen die Truhen, stehlen die Gemme. Dann fliehen wir nach Westen, verkaufen die Gemme an einen Hehler, teilen das Gold und leben wie die Könige. Ah ja, mal gucken, ob das wirklich so klappt, wie die sich das gedacht haben. Oder ob ich nicht dazwischen komme. Was kommt denn da? Oh, ein Borka. Kommt hier auf einmal ein Borka aus dem Nichts geschossen? Ich glaub's ja wohl nicht. So, was haben wir hier? Edle Lederrüstung, die nehmen wir nochmal mit. Hier die anderen Kram nicht. Nein, du sollst einfach nur schnell laufen. Wie immer. Warte mal, was ist jetzt hier am nächsten? Weil ich... Oh, ist beides gleich weit entfernt. Aber ich mach mal einen Punkt da noch hin. So. Weil dann laufen wir erstmal nach oben und dann nach unten und dann ist das so.
Na komm, geh einfach drauf. Was hast du bei dir gehabt? Ich nehme mal alles mit. Und dann haben wir hier den nächsten, den wir uns schnappen können. Alorens Tagebuch. Auch das werden wir natürlich mal eben lesen. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Es entschleunigt so ein bisschen nochmal zwischendurch immer mal ein bisschen zu lesen und Hintergrundwissen zu holen. Das stimmt. So, Alorens, da ist es doch. Lesen. Jämmerliche Narren. Bertrand dachte, er könnte Cassera beim Sterben zu sehen und sich immer noch für unschuldig halten, dass er zurückgehen könne. Ich wollte es ihm erklären, doch er wollte nicht zuhören. Ich konnte nicht zulassen, dass er andere auf mich hetzt. Ich muss ihn töten. Nun kann ich endlich aus diesem verfluchten Wald verschwinden und einen ruhigen Ort zum Untertauchen finden. Vielleicht Kennerock. Aha. Aha. Jetzt manipulieren die sich schon gegenseitig, oder habe ich das falsch verstanden? Ich glaube, so war das gemeint. Naja, ist ja klar, die wollen die Schätze halt immer alle für sich. So. Wo geht's jetzt hin? Komme ich überhaupt auf dem Weg zurück? Weil da vorne weiß ich, dass da zu war. Bei dieser Tür ist, glaube ich, zu. Da kommen wir so nicht rein. Ja, da kommen wir so nicht hin. Und da sollen wir aber auch irgendwie gar nicht hin. Ich glaube, wir sollen hier irgendwie dran vorbei. Und dann gehen wir mal die Straße entlang. Den normalen Weg halt. So, da ist das dritte und letzte. Bertrands Tagebuch. So, was steht jetzt hier in dem Büchlein? Ach, dass man nicht hier einfach schneller runter machen kann mit dem Gamepad, ist immer ein bisschen doof. Wo ist es? Bertrands. Da. Cassera ist tot, von Wichten getötet. Erst war Aloren traurig, war wohl in sie verschossen. Dann sagte er, es sei ihre Schuld, dass wir erwischt wurden, dass sie den Schutzzauber nicht ausreichend studiert hätte. Aloren und ich hatten noch nie einen solchen Zauber gesehen. Und als er schiefgegangen ist, wusste das ganze Kapitelhaus, was vor sich ging. Wir sind in den Siede geflohen. Aber als wir weitergingen, sagte Aloren, dass es Casseras Schuld war, dass wir mittellos mitten in der Wildnis festsitzen. Dann hat er mich Ballast genannt, hat gesagt, er würde mich loswerden, wenn ich nicht mithalten kann. Das Tagebuch von Bertrand Nest, einem Initiaten der Schuljakane und so. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Zu Jorun zurückkehren. Ah, okay. Unserem Auftraggeber, wo ich halt schon wieder gar nicht mehr weiß, wo, wie, wer das war nochmal. Dann gehen wir da mal hin. Hier, es geht schneller. Ach, in Ysa. Da kommt der Auftrag her. Ach, das war ein Ysa-Auftrag? Okay. Nee, das hatte ich schon wieder vergessen. Ja. Ach, Ysa. Ist es nicht schön hier? Ich warte immer noch darauf, dass ich ein Haus hier bekomme. Ein Zuhause. Ich will nämlich nicht mehr im Netzwald wohnen. Das ist sowieso eklig. Ich mit meiner Spinnphobie soll im Netzwald wohnen. Das passt ja wohl gar nicht. Aber es war auch nett von dem Schmied, dass er das alles für mich gebaut hat, ne? So ist nicht. So. Da wollen wir eigentlich nicht hin. Ich muss hier lang. Komm, guck mal hier. Hab alles geholt. Ihr seid zurück. Habt ihr sie gefunden? Ich glaube, ich weiß, was geschah. Dann sagt es mir bitte. Ich muss nachdenken. Aloren hat den Diebstahl geplant. Bertrand hat den Diebstahl geplant. Oh nein, wir müssen... Warte, ich muss nachdenken. Na gut. Aber ich muss unbedingt wissen, was in jener Nacht geschehen ist. Ach, dann muss ich mir noch mal mehr einen Plan machen. Moment. Obwohl ich nämlich die Sachen immer lese, bin ich ganz schlecht da drin, ne? So auf die Schnelle sowas zusammenzubasteln. Und ich habe gehofft, dass das jetzt nicht von mir gemacht werden muss. Denn ich komme bestimmt total durcheinander. Oh Gott, okay. Sind die denn beieinander hier, die Bücher? Nein, natürlich nicht. Welches war denn jetzt zuerst? Ich nehme mal das von Aloren nochmal. Also, Aloren sagt, Bertrand dachte, er könnte Cassera beim Sterben zu sehen und sich noch für immer... Entschuldigung. Also, Aloren denkt, er ist unschuldig. Redet aber von Bertrand. Weil natürlich wird der Schuldige sich selber nicht für schuldig erklären, sondern so tun, als wäre er auch aus dem Schneider. Bertrand dachte, er könnte sich für immer unter. Das jetzt nur, ich wollte es ihm erklären, doch er wollte nicht zuhören. Ich konnte nicht zulassen, dass er andere auf mich hetzt. Ich musste ihn töten. Nun kann ich endlich aus diesem verfluchten Wald fischen, einen ruhigen Ort zum Untertauchen finden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Aloren der Unschuldige ist. So auf die Schnelle jetzt. Nicht das so. Cassera ist tot von Wichten. Also jetzt sagt der Bertrand, Cassera ist tot von Wichten getötet. Erst war Aloren traurig. So, und die Cassera ist ja eine Frau.
Es war lorentraurig, war wohl in sie verschossen. Dann sagte er, es sei ihre Schuld, dass wir erwischt wurden. Dass sie den Schutzzauber nicht ausreichend studiert hätte. Aloren und ich hatten noch nie einen solchen Zauber gesehen. Und als er schiefgegangen ist, wusste das ganze Kabinett, was vor sich ging. Wir sind in den Siedel geflohen, aber als wir weiterhin gesagt haben, Aloren, dass es Kasseres Schuld war. Dass wir mittellos mitten in der Wind. Dann hat er mich ballassen und hat gesagt, er würde mich loswerden. Wenn ich nicht den. Oh, ist schwierig. Woher soll ich denn jetzt wissen, wer schuld ist? Weil. Wenn der Alora in die Kassera verliebt ist, warum gibt der Kassera dann die Schuld? Und dann sagt der, ist der Aloren eigentlich total froh, dass er da weg ist. Und auf der anderen Seite sagt der Bertran jetzt, als wir unterwegs waren, bin ich Ballast geworden und der Aloren ist voll gemein. Ja, dann nochmal die Kassera bitte. Da muss ich erstmal schlau draus werden. Der Plan ist ersonnen. Aloren und Bertran sind einverstanden. Wir müssen nur bis zur Dunkelheit warten, dann verschwinden wir mit Quintes Gemme. Wir warten, bis der Gnom schläft, bannen die Ton stehen, die Gänder fliehen wir nach Westen. Also die Kassera wird ja wohl... Ich meine, die ist gestorben. Ist ja klar, so wie alle, aber... Oder nicht? Sind die jetzt eigentlich alle tot? Was soll ich denn jetzt sagen? Bin mir da nicht sicher. Aber wenn der Aloren sagt, jämmerliche Narren, dann ist doch der Bertran der Unschuldige. Und er hat ja auch die getötet. Also ich nehme dann mal Bertran als Unschuldigen. Nächsten Mal. Und muss noch mal mit dir reden. Sag mir bitte, was zwischen ihnen vorgefallen ist. Ja. Ja. Dann sag es mir bitte. Also, Kassera hat den Diebstahl geplant. Bertran ist für mich jetzt mal einfach, ich weiß nicht, ob ich richtig der Unschuldige, und Aloren hat nur unschuldig getan, war es dann aber nicht. So verstehe ich das jedenfalls jetzt auf die Schnelle. Aber wer hat es denn jetzt geplant? Weil Aloren sagt ja, oh, jämmerliche Narren und so. Und Kassera hat das ja auch geplant. Warte mal, ich muss noch mal nachdenken. Na gut, aber ich leb wohl. Die Frage ist, wer es geplant hat. Also jetzt nicht, wer ist gestorben oder wer hat wen umgebracht. Deswegen muss ich noch mal nachdenken, weil ich mir nicht sicher bin, wer es geplant hat. Geplant, geplant, geplant. Hast du es gehört? Jämmerliche Narren, wer dran da können. So, ich wollte es ihm erklären, doch er wollte nicht. Ich konnte nicht. Ja, aber ist das jetzt eine Planung von Aloren, nur weil er den halt jetzt getötet hat? Ich meine, er sagt, er musste ihn töten, aber. Also, es klingt von Kassera irgendwie mehr nach einem Plan. Der Plan ist ersonnen. Ja, ich nehme jetzt die Kassera, das klingt... Sag mir bitte, was zwischen ihnen vorgefallen ist. Ja, also Kassera hat das Ganze, den Diebstahl geplant. Ja, so etwas hatte ich schon vermutet. Kassera hat einen starken Willen und ihre Gedanken sind überaus wendig. Ich bin nicht überrascht, dass sie dafür verantwortlich war. Also schön, was ist dann passiert? Dann wurde... Bertran ermordet, weil Aloren hat ja gesagt, er musste es tun. Das ist bedauerlich. Das ist es wirklich. Er war weder so stark wie Aloren noch so klug wie Kassera. Ich kann mir schon vorstellen, wie sie sich gegen ihn gewendet haben. Und was war mit dem Dritten? Ja, der ist nach Kennarok. Monster haben Aloren getötet. Ja. Aloren hat seinen Fähigkeiten oftmals zu sehr vertraut und seine Umgebung nicht hinreichend wahrgenommen. Der Sida hat kurzen Prozess mit ihm gemacht. Diese Narren. So viel Blut vergießen wegen einer Gemme. Ich will sie gar nicht mehr sehen. Ich denke, es ist besser, wenn ihr sie behaltet. Außerdem biete ich euch meine Dienste zu einem günstigeren Preis an, falls ihr sie je benötigen solltet. Seid nochmals bedankt. Ja, cool, dann habe ich das ja geschafft und richtig verstanden. Eigentlich muss man sich ja nur ein bisschen wörtlich an die Bücher halten, dann steht das eigentlich schon ein bisschen offensichtlich da. Aber ich habe da immer so ein bisschen drüber hinweggelesen. Nun wollen wir doch mal einkaufen. Was hat er denn so Schönes hier für uns?
Ach, das schaue ich mir in Ruhe dann an, damit bis wir jetzt... Bis zum nächsten Mal. Genau, damit wir jetzt weiterkommen. Aber dann haben wir das ja geschafft, das ist doch schön. So, was haben wir denn noch, was wir machen können? Wir sollen hier auf irgendeinen Ring stehen. Aelie Temse hat von mir verlangt, Lord Kandrians Siegelring zu stehen. Er behauptet, er könne damit Lord Kandrians Hilfe gegen die Tuatha-Plünderer lang. Dann wollen wir da mal hin. Jawoll. Denn wenn wir hier noch Zeit haben, dann machen wir das natürlich. Ab zum Ring holen. Hier hinten nach Mel Aglia heißt es, glaube ich, das Städtchen. Na? Zack, geht der Stein wieder runter. Das kennt ihr ja auch schon hier, den Ort. Und so reisen wir und reisen wir, was auch immer eine Schnellreise hier bedeutet. Fährt sie auf einer Kutsche mit, rennt sie dahin und man kriegt es noch nicht mit. Auf jeden Fall ist sie viel unterwegs. Und wir sind hier auch in einer Gegend, wo wir noch nicht so oft waren. Hier so weit außen. Muss ich jetzt auf der... Wo bleibe ich? Wie komme ich da denn jetzt am besten mal hin? Hier, ich zweig hier mal lieber ab. Ich bleib hier mal auf der Straße. Ich glaube, das ist besser. Immer auf der Straße bleiben. Da kommt was. Da kommt was. Wunderbar. Der olle Wolf ist tot. Ich mag keine Wölfe, wie ihr wisst. So, und jetzt sollen wir da reingehen. Ah, in dieses... In die Kandrian-Feste sollen wir reingehen. Oh, da waren wir auch noch nicht. Das wird ja spannend. Hier, wer bist du? Willkommen in der Kandrian-Feste. Bitte benehmt euch. Ja, wenn die sich da drinnen auch benehmen, dann lässt sich das klären. Aber wenn ich ja alleine immer irgendwie mich gegen 1000 Feinde wehren muss, dann wird's schwierig mit dem Benehmen. Wer bist du? Geht weiter. Oh, nicht, dass die hier schon alle auf mich warten und sich dann gegen mich verbünden. Das wäre nicht so toll. Oder war ich hier schon mal drinne? Es klingt auf jeden Fall wie bei der Maid hier. Aber es ist nur die Musik. Es ist... Wie komme ich hier weiter? Da, ne? Hier runter. Das Rote Kreuz ist nur auf der Karte noch da, weil ich es noch nicht weggemacht habe. Na, ist aber auch eine große Feste hier. Aber ist ja auch eine Feste, ne? Feste muss groß sein. Komme ich hier durch? Nee. Hier hoch? Mensch, das ist ja auch alles verzwickt hier. Aber am Ende sind alle Weißen bestimmt rot hier. Die greifen mich bestimmt noch alle an. Ich sehe das schon kommen. Dann bin ich voll der Feind hier. Was? Ah, was? Wo ist jetzt der Ring? Ist der jetzt hier? Nö. Da ist der gelbe Pfeil. Ah, da ist der Siegelring. Okay. Was haben wir hier noch? Ach, ich will das alles eigentlich gar nicht haben. Gott sei Dank ist hier auch gerade keiner. Na, dann wollen wir mal schnell wieder raus, ne? Hat ja ganz gut geklappt eigentlich. Hier. Schnell weg. Alles so still hier. Das ist ja schon fast unheimlich. Aber was ist mit Büchern? Können wir hier noch ein paar Bücher mitnehmen? So ein bisschen was zum Schmökern? Nee? Schade. Auch still und langweilig hier so zu arbeiten oder so. Gar nichts los. Da wäre ich auch lieber irgendwie in einem Dorf oder so. Wo ein bisschen mehr los ist. So, da kann man auch lang. Aha. Wo komme ich hier hin? Komme ich hier auch raus? Wenn ich hier nach rechts rausgehe. Was ist das hier? Irgendein Gewölbe. Oh oh. Okay. Ich weiß nicht, was das für ein Gewölbe hier ist. Aber wenn wir hier nicht unbedingt rein müssen, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt hier tun sollten.
Okay. Hör auf, mich zu bombardieren. Weiß nicht, ich bin aber irgendwie auch interessiert, jetzt wo ich schon mal hier bin, was das für ein Gewölbe ist. Nicht, dass ich hier sowieso nochmal hingemusst hätte, aber der gelbe Kreisel, der zeigt mir ja auch an, dass ich da lang kann, oder? Bin ich jetzt hier im Nichts? Was haben wir hier? Oh, kann ja nicht schaden, ne? So ein paar nette Sachen mitzunehmen. Oh, ich bin verflucht. Nee, ich möchte keine primitiven irgendwas haben. Nein, ich möchte keine primitiven irgendwas haben. Und hier komme ich raus. Ah, okay. Gut, und vielleicht war das ja sogar der schnellere... Naja, glaube ich nicht, dass das der schnellere Weg war, aber... Und draußen sind wir, alles klar. Ach, ist das schön hier mit dem Wasser plätschern und so. Dann stelle ich mir immer vor, wir hätten ewig Sommer und... Ja, Sommer, schwimmen, voll schön, tauchen. Wir haben alles mit. Hier kannst du doch raus. Genau. Und hier ist noch eine Truhe. Sehr schwer. Nö, habe ich keine Lust jetzt drauf. So wichtig kann es dann auch nicht sein. Ja, wo müssen wir denn dann mal hin? Ich werde mal wieder Schnellreise machen. Ja, ich mache Schnellreise. Das geht viel, viel schneller. Und dann haben wir den Quest ja auch eigentlich gleich gelöst, oder? Wo ist er denn? Ist er hier drinne? Ach, der ist hier drinne. In der Rabe. Da ist derjenige drinne. Seid gegrüßt, Wanderer. Der Kleine hier. Der Eli Thames. Ah, gut. Ihr habt den Ring. Damit sind wir unserem Ziel einen Schritt näher. Lord Kandrian aus seiner Feste zu treiben und die Kandrian-Wache zu entfesseln, um die Tuatha zu bekämpfen. Yeah. Was ist der nächste Schritt? Wir müssen den Ring anpassen, bevor wir ihn zu Lord Kandrian zurückbringen. Es gibt einen Altar im Westen von Kandrian, der für unsere Zwecke wie geschaffen ist. Bringt den Ring dorthin und legt ihn auf den Altar. Unter Umständen müsst ihr mit Widerstand rechnen. Sorgt einfach dafür, dass nichts den Ring stört, bis es vollbracht ist. Kehrt anschließend zu mir zurück. Ach, das ist dann wieder... Ja, okay. Dann ein andermal. Das ist dann wieder so ein Kram wie mit dieser einen... Mit dieser einen, Feihe, wo wir und die beschützen mussten, wo ich das auch nochmal machen musste. Es dürfte doch eigentlich hier... Komm, mach mal hier hin. Zu Tams Wagen, da ist das in der Nähe. Und dann kommt bestimmt so eine Salve von mehreren Gegnern immer. Aber das, denke ich, kriegen wir schon hin. Werde ich aber im nächsten Part machen. Denn wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Ich wandere hier mal eben schon mal hin. Ja, und wandere hier hin, ne? So, hier soll ich das bannen oder... Ah, hier ist das Ding. Okay, alles klar. Hier machen wir das nächste Mal weiter. Bis dann!